Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 277. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich loben. Wir möchten dir Danke sagen, dass du so gut zu uns bist. Dass du jeden Tag aufs neue zu uns sprichst, dass wir aus deinem Wort leben können. Und dass du uns auch in den schwierigen Situationen des Lebens aufrechterhältst und stärkst uns für uns da bist. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter, Kapitel 5. Im Siegeslied der Deborah und des Baraks nach dem großen Sieg über die Kananiter. In Vers 16 heißt es, warum bist du zwischen den Hürden geblieben? Um das Flötenspiel bei der Herde zu hören, an den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Beim Stamm Ruben hat man lange hin und her überlegt, ob man ein Kontingent schicken soll, so wie andere Stämme, die wir gestern in der Aufzählung gesehen haben. Im Stamm Ruben hat man sich entschieden, dann lieber nicht zu gehen. Wie oft geschieht es in unserem Leben, dass wir hin und her überlegen, ob wir uns einsetzen sollen in das Werk Gottes oder vielleicht nicht? Mögen wir eine bessere Entscheidung treffen als der Stamm Ruben? <laughs> Gilead verblieb jenseits des Jordan. Und dann, warum hielt es sich bei den Schiffen auf? Assa saß am Ufer des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Da gab es mehrere, die zugeschaut haben, die sich nicht eingesetzt haben, die nicht ähm, investiert haben in den Sieg des Volkes Gottes. Sebulon aber ist das Volk, das sein Leben dem Tod preisgibt. Auch Naftali auf den Anhöhen des Feldes. Während einige zurückblieben und sich nicht eingesetzt haben, gab es andere, die an vorderster Front gekämpft haben, die sich eingesetzt haben, die so in dem Fall sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben für den Sieg. Die Könige kamen und kämpften. Da kämpften die Könige der Kananiter bei Ta'anach am Wasser von Megiddo. Beute in Silber machten sie nicht. Die Sterne am Himmel kämpften mit. Von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Bach Kison riss sie vor. Der uralte Bach. Der Bach Kison. Meine Seele tritt kräftig auf, da stampften die Hufe der Rosse von dem Jagen, dem Jagen seiner Edlen. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn. Ja, verflucht. Verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zur Hilfe gekommen sind. Dem Herrn zur Hilfe mit den Helden. Dort haben damals nicht nur Stämme Israels gekämpft, sondern Gott hat mit ihnen gekämpft. Und so heißt es, verflucht seien diejenigen, die diese Gelegenheit, mit Gott zusammenzuarbeiten, nicht genutzt haben. Die einfach zurückgeblieben sind und die Gelegenheiten nicht wahrgenommen haben, eine, eine kostbare Erfahrung zu machen. In einer schwierigen Situation mit Gott. Lasst uns dann, wenn die Krisen unseren Alltag, unsere Familien, unsere Gemeinden erschüttern, nicht zurückbleiben, nicht auf dem Zuschauerplatz bleiben, sondern uns einsetzen. Wissend, dass Gott selbst mit uns kämpft. Gesegnet sei jael von allen vor allen Frauen, die Frau Hebers des Kenitas. Gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Milch gab sie, als er Wasser erbat. Geronnene Milch brachte sie in prächtiger Schale. Sie streckte ihre Hand aus nach dem Flock, ihre Rechte nach dem Arbeitshammer. Sie schlug Sisera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt, sie zermalmte und durchbohrte seine Schläfe, er krümmte sich zu ihren Füßen. Fiel nieder und lag da. Zu ihren Füßen krümmt er sich und fiel. Wo er sich krümmte, da fiel er erschlagen hin. Durchs Fenster schaute sie aus und schrie klagen. Die Mutter Siseras schaute durchs Gitter. Warum kommt sein Streitwagen so lange nicht? Warum verspätet sich so sein Gespann? Die Klugen unter ihren Edelfrauen antworteten: Und auch sie selbst gibt sich die Antwort. Sollten sie nicht Beute finden und verteilen, ein oder zwei Mädchen, für jeden Mann Beute von bunten Kleidern für Siseras. Beute, von bunt gewirkten Kleidern, zwei bunt gewirkte Kleider für die Hälse der Geraubten. So müssen alle deine Feinde umkommen, o oh Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Jeden Morgen haben wir die Möglichkeit, wenn wir früh genug aufstehen, den Sonnenaufgang zu beobachten, wenn er dann aufgrund der Wettersituation gut zu sehen ist. Und wir können immer wieder sehen, wie das Licht mehr und mehr zunimmt. Gott wünscht sich, dass unser Leben so ist, dass wenn wir ihn lieben, wir in unserem Leben den Sieg davontragen und unser Leben herrlicher und, und lichter wird, immer mehr, so wie der Sonnenaufgang. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter sieben Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza. Und es sind keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamelen zu zählen waren. Und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Wenn wir der Sünde nachgeben, wenn wir uns wieder von Gott entfernen, nachdem wir große Siege mit ihm erlebt haben, wenn wir den Götzen unseres Herzens nachgeben, dann werden wir nicht gestärkt. Wir gewinnen auch nicht mehr Zeit oder mehr Geld oder mehr Ruhm, wir werden geschwächt. Lass uns doch lernen, dass Sünde unser Leben schwächt. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen, dass du zu uns gesprochen hast und dass du uns gezeigt hast, dass wenn wir uns von dir abwenden, dass wir nur geschwächt werden. Und Herr, das wünschen wir uns nicht. Herr, wir möchten lernen stark zu werden, indem wir die Kämpfe kämpfen, die du auch kämpfst. Vergib uns, wenn wir uns manchmal zurückgehalten haben. Und lass uns sehen, wo du dir wünschst, dass wir uns einsetzen für dich und dein Wort, an dem Ort, an dem du uns hingestellt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.